Und damit herzlich willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Kapitel 3, glaube ich, ja. Die krumme Bahn. Und wir sind hier in der Bar von Holly und durchsuchen gerade ihre Klamotten, beziehungsweise die hinterbliebenen Klamotten von ihrer Schwester. Hier, das hier wird sie wohl sein. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Oder eine von den dreien auf jeden Fall. Ich habe kein Gedächtnis. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Wir haben halt in der letzten Folge waren wir bei den Die-Brüdern und da habe ich dummerweise im Keller sofort das Richtige angeklickt. Und da hat mich das Spiel sofort aus dem Keller rausgeschmissen und wir sind weitergegangen. Deswegen versuche ich hier mal nicht das Richtige anzuklicken, damit wir uns ein bisschen mehr anschauen können. Deswegen fangen wir mal mit dem Wein an. 1934. Toller Jahrgang. Why do you even come here? There's nothing here to investigate. I can't be any use to you. I need to, look through your sister's things. To look for clues? Yep. If you want to put it that way. Ja, das Adressbuch ist klar, das wird uns weiterführen, denke ich. Erstmal die Brosche. Der erste Hinweis, dass wir es nicht mit Snow zu tun hatten an der Leiche. Und der Glamour-Behälter, der daran schuld ist, dass wir es nicht mit Snow zu tun hatten. Okay, das hat uns jetzt nicht viel mehr Informationen gebracht. Hier haben wir das Adressbuch. Be honest, Sheriff. Why are you going after him? The guy that killed Lily. You could have quit a long time ago, but you're still going. Why? Did they give you this job for a reason? Or was this the only thing the business office would let you do? I'm doing this for Lily. She deserves whatever justice I can get her. I'll take it. Obwohl das nicht ganz stimmt, ich tue es ja auch für Faith und auch für die Gemeinschaft im Allgemeinen. Das ist so ein bisschen schwierig, ne? Mit so einem Mörder. You're getting your glamour on this day, and one of these has to be the witch. Auntie Greenleaf. Gotcha. Hello, this is Snow White calling. I'm looking for Bigby. Is anyone there? Bigby, if you're there, pick up, okay? Ja, komm. Mach dir jetzt aber spannend. Oh, thank God. Tell me you found something. I got it, Snow. Her address was here with Lily's things. It's on, White Plains Avenue, 1284. It's an apartment complex. Great. Let's get going. Crane's meeting her in a few minutes. All right, let's go. I don't want to miss him. I'll meet you there. All right, I'll see you there. So. Und ich habe ja mal irgendwann gesagt, wir versuchen auch ein bisschen mit dem Märchenbuch on top zu bleiben. Und ja, ich habe da ein paar übersehen. Ich habe ein bisschen länger das mal schleifen lassen, leider. Und deswegen gehen wir da mal schnell durch, oder? Ich finde das nämlich gar nicht so uninteressant, was sie hier zu sagen haben. Andersrum, ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es schade, dass wir nicht alle freischalten werden dieses Mal. Anscheinend hängt es halt damit auch zusammen, welche Wahlmöglichkeiten man jeweils aussucht. Naja, der 13. Stock, denke ich mal. Oder Stockwerk, ja. Im 13. Stock des Woodland-Gebäudes lebt eine Gruppe von Hexen und Zauberern. Ihre Aufgabe ist es, Fableton zu schützen. Sie nutzen ihre Kräfte, um die Gemeinschaft vor den neugierigen Blicken der Menschen zu verbergen. Aber jede Magie hat ihre Grenzen. Und jeder Zauber hat seinen Preis. Es ist ja schon dieses Konglomerat von Hexen, bla, weißt du Bescheid. Der Verhexte. Na, Brunnen halt, ne? Der verwunschene Brunnen befindet sich in einer Kammer im Woodland-Gebäude. Er wird verwendet, um Dinge, die für immer verschwinden sollen, zu beseitigen.
Tote Fabelwesen werden seinen Tiefen ebenso anvertraut wie auch die schlimmsten Verbrecher. Niemand weiß genau, was sich am Ende des Brunnens befindet oder ob er überhaupt ein Ende hat. Aber es wird gemeinhin angenommen, dass er den Übergang zur letzten Ruhestätte darstellt. Da haben wir ja eigentlich... Haben wir nicht am Boden des verwunschenen Brunnens jetzt die Leiche von Snow gefunden, beziehungsweise von Lily? Frage, Frage. Jack Horner, der harmlose Gauner. Der gute Blonde, der uns da ja so ans Bein pissen wollte, als wir das erste Mal in... Erste Mal? Zweite Mal? Als wir das in der Trip-Trap-Bar waren. Ich glaube, zweite Mal. Jack hat immer etwas vor, aber er ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Seine Pläne, schnell das große Geld zu machen, gehen oft nach hinten los, aber sein Selbstvertrauen bleibt trotzdem unerschütterlich. Er hält sich für die wichtigste Person in Fableton Town, aber jeder kennt ihn hauptsächlich als harmlosen Besserwisser. So, Mikrofon schlagen. Jack Horner sagt mir überhaupt nichts. Also außer Fabelwelt, Märchenwelt, keine Ahnung. Lily. Lily und ihre Schwester Holly sind gemeinsam in den Heimatlanden aufgewachsen, aber haben sich kurz nach ihrer Ankunft in der Welt der Menschen zerstritten. Ohne Ziel und ohne Geld fingen Lily an, als Prostituierte zu arbeiten. Jetzt ist sie das zweite Opfer in einer laufenden Mordermittlung. Ja, das kennen wir. Das Trollkreuz, da haben wir es gerade noch in der Hand gehabt. Ein Trollkreuz ist ein Amulett aus Eisen, von dem fälschlicherweise angenommen wurde, dass es seinem Träger vor Trollen schützt. Lily fand ihres, als sie auf der Suche nach etwas Essbarem durch die Wildnis streifte und auf einen Menschen traf. Doch bevor sie ihn verschlingen konnte, hielt dieser das Trollkreuz vor sich und rief: »Zurück! Zurück mit dir, du Troll!« Nachdem sie ihre leckere Mahlzeit beendete, nahm sie dem toten Mann das Kreuz ab. Nach dem Exodus trug sie das Trollkreuz als Erinnerung an eine bessere Zeit ständig bei sich. Ja, finde ich aber auch gut. So gemütlich. Ja, damals habe ich ja einen Menschen gegessen. Das war ja so viel schöner. Ach, wisst ihr noch damals? Tolle Zeit. Naja, Georgie Porgy, der Zuhälter. Georgie gehört das Pudding and Pie, einem Striplokal, in dem er selbst die dunkelsten Gelüste der Bewohner von Fabletown erfüllt werden. Er lässt sich kein irdisches Vergnügen entgehen und hat so ziemlich alles ausprobiert. Aber nichts hält ihn lange bei der Stange. Allerdings scheint es ihm zu gefallen, andere Leute zu provozieren. Er ist stolz auf seinen Nachtclub und sieht es nicht gern, wenn sich jemand in seine Angelegenheiten mischt. Alles klar. George war ja der Gute. Wo ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob ich zensiert habe oder nicht. Nein, ihr wisst es. Der gescheite Hans. Mädchen für alles. Der gescheite Hans macht immer das, was man ihm sagt. Es kommt allerdings schon mal vor, dass er seine Anweisungen falsch versteht und sich selbst verletzt oder sonderbar verhält, wie in seinem Märchen, wo er Schafsaugen auf seine Braut geworfen hat. Es überrascht daher nicht, dass sie ihn verlassen hat und jetzt arbeitet Hans als Rausschmeißer in Georgies Club. Er hofft, dass er eines Tages auf der Bühne tanzen kann. Aber im Moment ist er glücklich damit, aufzuräumen und sicherzustellen, dass die Menge nicht außer Kontrolle gerät. Wunderbar. So, Nerissa mache ich noch, und bevor wir das machen, bevor die ganze Folge nur aus mir besteht, der vorliest, hören wir dann auch schon auf. Da muss Vivian warten. Nerissa, die kleine Meerjungfrau. Nerissas Geschichte hatte nie ein glückliches Ende. Sie ist als die kleine Meerjungfrau bekannt, das junge Mädchen, das sich anstelle ihres Fischschwanzes Beine wachsen ließ und so hoffte, das Herz des schönen Prinzen zu erobern. Stattdessen heiratete er eine Prinzessin und Nerissa blieb mit gebrochenem Herzen zurück. Sie reiste in die Welt der Menschen, um dort ein besseres Leben zu führen. Jetzt tanzt sie im Pudding and Pie, doch jeder Schritt fühlt sich an, als ob sie auf zerbrochenem Glas wandelt. Ihr bleibt nur noch wenig. Aber sie findet in der Gesellschaft der anderen Tänzerinnen Trost. Und das finde ich, dass gerade diese Gesellschaft in so einem Laden doch sehr, sehr groß geschrieben wird und da höchstwahrscheinlich auch Freundschaften entstehen, also Schützengraben-Romanzen in dem Sinne, halt ohne Romantik, die man sonst nirgendwo findet.
Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich mich danach sehne. Bei Gott nicht. Aber wenn man schon irgendwo irgendwas Gutes daran sehen will, dann vielleicht das. Wir fahren jetzt zur Tante. Auntie Greenheart? Greenleaf? Bigby! Ja. I just got here. Yeah, me too. It's number 23. I haven't seen it. We're late. Yeah, I know. Wir sind 14 Minuten zu spät. All right. How do you want to do this? Anklopfen. Erstmal zuhören, ne? Wir wollen nicht, falls es doch falsch ist, einfach nur da reinbarschen. Nichts bringen. Und deswegen klopfen wir erstmal nur an. Okay. Das riecht nach. Hello? Bist du Auntie Greenleaf? Hi. You woke me up. Oh, das tut mir leid. Sorry about that. Is something wrong? Who are you? Rachel, who are you? Just so... Ich bin der große böse Wolf. Well, I'm the sheriff, and this is my partner. Boss. Nice to meet you. How do you do? Is there anything you need? Is Auntie Greenleaf at home? Does she live here? You mean my mom? She ever, you know, make the nightstand levitate, turn frogs into cats, that kind of thing? Is she a witch, dear? No, I would never call my mommy that. She treats me all right. Is there something you want? I don't think I can really help you. Rachel, do you mind if I take just a quick peek around? We'll be very quick, and he won't touch anything. Könnten wir vielleicht mal die Antwort abwarten? I've been here all night. Nobody's been here. Okay, Sheriff. I'm gonna trust you not to break anything. Don't get me in trouble. What are we looking for specifically? Crane. He could still be here. Also, wir sind schon Frechdachse, ne? Wir sagen, dürfen wir rein? Die sagt nichts, wir laufen einfach rein. That your mom? Mhm. Plattenspieler, Ofen. Ich will nicht alles wahllos anklicken, bevor es dann... Pretty rare to see a burner like this. Dowdy, that's how we like it. Schlicht, genau. Mhm. Ich will nicht wahllos Sachen anklicken, weil irgendwie fühlt sich das an, als hätte ich eine gewisse Anzahl. He's just going to check. It'll only take a moment. Ist es so windig draußen? Oh ja, Entschuldigung. Ich habe ja eine neue Wohnung und das ist sehr etwas älter. Und das hörte sich gerade sehr, sehr bedrohlich an, dass das Gebälk so geknarzt hat. Und wenn ich das über die Kopfhörer schon höre, dann ist es sehr laut. Anscheinend haben wir es hier gerade ein bisschen stürmischer. It was a pretty one. So. Nee, was ich sagen wollte, ich will nicht so wahllos rumklicken, weil vielleicht ist das eine bestimmte Anzahl an Klickmöglichkeiten. Deliver to Auntie Greenleaf. Return address the butcher. What's that? A package. Having to do with someone called the butcher. It's empty. Not here. There's no one here but me. Und wo ist deine Mami? Komm, wir reden mal mit der, bevor wir hier alles einfach durchgucken. Do you like, how much longer do you think it'll be? Ich würde vielleicht mal mit dir reden wollen und zu fragen, wo ist denn deine Mutter? There's nothing that looks like Crane was here either. Nothing? See? Sie, wo ist denn deine Mama? I can have my mom call you later or something. Do you have any pets? Not technically. Not technically. Let me guess. Big band or classical? Honky tonk. No counting for taste. Darüber lässt sich wirklich nicht streiten. Naja, wir, ich klicke nochmal den Baum an.
Wo ist denn die Mutter? Das würde ich mal fragen wollen. Das wäre vielleicht mal hilfreich. Mommy uses that to carve her trinkets. It's from the old world. Trinkets? Like glamours? God damn it. I shouldn't say that. Nothing. I keep getting whiffs of that aftershave of his. I do too. Lautes. Can I go to bed now? Please? Is that a glamour tube? Mommy really doesn't let anyone play with that. Trust me, I've tried. Wir haben gesagt, no, wir no, 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 please, 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 just put that back exactly where you found it. No one is allowed to play with it's that. It's all right, honey. Bigby's not going to break no, it. You don't understand. She will freak out if she discovers I've let people in here and let them touch her stuff, okay? She checks all the time to see if things move. I don't want to get in trouble. Snow, come on. Are you kidding? It's a glamour tube. Something's going on here. No! Put it down! Please, don't! This isn't what you think! You gotta believe me. The guy isn't here, I promise! It's gonna be okay, Rachel. Please, I'm begging you. I don't wanna get in trouble. Ich fühle mich gerade so dreckig. Antiquate leaf. It hurts when you do it that fast. Dann hätte man uns vielleicht mal mitteilen sollen. What? Not sprightly enough? Why Rachel? Why the little girl? I don't think that's any of your business, Wolf. Why? How about because it works? That's why. I'm good enough for you? Certainly kept you two off the scent for a while. A short while. All right, start explaining. And from the beginning. I was born in the woods to a jack-o'-lantern. Not that! Where's Crane? Speak quickly! I ain't a fortune teller, Wolf. I have no heavenly idea where he went to. You have to know something! Unless you want a recipe for owl stew, there's nothing I know that would help. I'd be very, very careful if I were you. You're not as cute as that little girl. You have a lot to learn on how to treat a lady. Greenleaf? When I was starving and homeless and out on the streets, nobody gave three sticks a thought about me. And now I'm supposed to care what you want. If I helped you, I'd be strung up on the Statue of Liberty before the morning commute. No thanks. There's powers at work here beyond your pathetic authority. Whatever it is, Greenleaf, whatever it is that's keeping you from saying something, you have to forget it. This is more important. Is it? You have no idea what's going on, do you? Okay, you know what I think? I think we've been more than patient with you. This witch has been selling illegal glamours that continue to undermine everything we've built. She's harboring a fugitive that took advantage of it, and now she's resisting every attempt to make things right. I frankly don't give a crap if she's afraid for her life. We can at least make sure she never hurts us again. We're destroying the tree. No! How dare you come in here and threaten to take from me the one thing that... That tree is ancient. It's part of the family, and it's the only thing paying for this shithole apartment. And the fables who can't afford the glamours from you come to me for help. Without them, where do you think they could go? Don't give me that. You're making money off of other people's misery. Two fables are dead because of this crap. It's too dangerous leaving this stuff with her. You think I like being the old woman in these stories? The men are heroes, the ladies are whores, and the old hags like me get to watch everyone they love die. We have very different ways of handling our fate. And very different means to handle it, too. And I don't use it as an excuse to wreck people's lives. Ich bleib hier. I'm sorry, Sheriff, but please. Isn't there another way? She's a witch. Can't she just work for us? That way she'd be official. You want to reward her for criminal behavior? We can't trust this woman on the 13th floor. It doesn't matter, because I'd never do it. I'm not a house cat, and I don't play well with others. Oh, trust me, no one would confuse you for a cuddly animal. Snow. Bigby, this is an order. Burn the tree. No! Look, look, I'll tell you, I'll tell you.
Crane was here. He was here and he left. He went to the pudding and pie to try to use my ring on the girls over there to get information. What does the ring do? He thinks it's the ring of dispel. You know, that will pierce the protection around the girls' speech. He says pulling the truth out of them will prove his innocence. Und hier machen wir eine kleine Pause. Von daher, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.